Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Neben mir immer noch der Liquid Duck, er wackelt hin und her, Friendly Wave. Friendly Wave, Quack, Daisy. Hallo. Quack, hallo. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession. Wir haben ja zuletzt hier die Solarpanel fertiggestellt und wir können fast autark arbeiten, zumindest wenn die Raffinerie nicht an ist. Ansonsten ist das alles überlastet, dann fliegt der FI raus. Für die, die nicht wissen, was ein FI ist, ist ein Schutzschall, den hat jeder im Haushalt heutzutage, sollte im Haushalt haben. Meistens fürs Bad. Nur als jetzt mal Schlaumeier-Modus aus an dieser Stelle. Wir sehen beide ein Mining Carriage. Das heißt, wir steigen jetzt hier in unser kleines, feines Schiffchen ein. Moment, haben wir uns geheilt? Moment. Wir hatten den Strom aus, bevor wir hier losfliegen. Ich hatte mich geheilt, nachdem du den Strom angemacht hast. Kannst du mich nochmal kurz anflexen? Jetzt hätte ich fast erledigt gleich mit dem Anflexen, weil ich selber kollidiert wäre. Flex mir doch mal kurz in den Kopf, bitte. Au, ja gut, danke. Warum magst du eigentlich immer angeflext werden? Weiß ich nicht, irgendwie stehe ich drauf. Nein. Weil die Energie kannst du selbst verletzen, nur hier im Spiel möglich. Im wahren Leben natürlich völliger Quatsch. Gut. Ah, da ist er noch. Geheilt. Mining Carriage ist noch da, alles klar, schnell ins Schiff. Geh am besten mal in die Ego-Perspektive, dann kann man schneller. Und ich nehme mal nichts in die Hand. Null. So. Ab zum Schiff, ich steige ein. Ach so, wir fliegen einfach hin, oder? Ja, ich hab gerade auch überlegt, ich würde dann da hinten in deinem Schiff durch die Gegend geschleudert werden. Nee, das bringt nichts, genau, das funktioniert noch nicht ganz. Es gibt ja noch keine Co-Pilotensitze. Das wäre übrigens mal was hier für die Entwickler, gell? Müssen wir mal vorschlagen im offiziellen Forum. Ja, würde Sinn machen. Mach doch mal bitte einen Co-Pilotensitz, damit man gemeinsam in ein Raumschiff fliegen kann. Also nicht unbedingt Co-Pilotensitze, aber sowas wie generell Sitze oder Bänke oder sowas, wo man sich einfach hinsetzen kann, damit man so feste Position einfach hat. Genau, und nicht hin und her geschnickelt wird. Da gibt es auch so einen leichten Dösing. So. Oh, jetzt müssen wir langsam machen. Nach oben. Oh, du schießt an mir vorbei. Ja. Du musst wieder übertreiben, gell? Oh, was ist denn das für ein Ding? Das sieht ja geil aus. Das ist da vorne dran rot. Wow. Genau, okay. Das meinte ich ja. Die sehen echt cool aus. Hinterher fliegen. Boah, der ist ja jetzt gar nicht mal so langsam. Nee. Und wo geht's hier rein? Das ist noch viel wichtiger. Ich weiß es nicht. Hat das Ding eigentlich Gravitation? Also könnte man. Nö. Ich bin hier nah dran und das kann ich. Siehst du das Cockpit? Kraftfeld. Nee, sehe ich nicht. Aber dadurch, dass wir beide das Teil sehen, könnten wir uns hier irgendwo. Oh. Hier hinten ist eine Tür. Hier hinten ist eine Tür. Okay, ich komme, der hat sogar einen geschützt. Okay, schaffen wir das? Werden wir andocken können? Kommst du rein? Ja. Ich komme kaum hinterher. Du drin? Ich bin drin. Bremsen. Hä? Was? Trägheitsdämpfer an. Okay. Geil. Hast du gut gemacht. Was sind das unten? Das sind ja riesen Landefüße. Mit Lichtern. Okay, kannst du das Ding fliegen? Oder ist es irgendwie mit Minen? Ist da oben eine Mine drauf? Ist das gelbe eine Mine? Nee, ist ein Gyro, gell? Ich kann das Teil fliegen, ja. Okay. Boje? Achso, ich muss das Inventar wieder anmachen. Soll ich das mal zu unserer Bohrinsel? Warte mal, ich wollte das mal von außen fotografieren. Du weißt, für die. Ja, das ist eine Idee. Das sieht aber echt beeindruckend aus. Du hast geparkt, gell? Ja. Sieht ja schon beeindruckend aus. Ich versuche mir gerade eine schöne Perspektive, vielleicht auf der anderen Seite, wo die Sonne drauf scheint. Ja, ich muss es später fotografieren, wenn ich hier nicht mehr drin sitze. Ich habe so viele Möglichkeiten nicht, mit Winkeln oder so zu arbeiten. Wie mit Winkeln zu arbeiten. Ja, das ist halt mit. Ich habe immer Hälfte vom Bildschirm so ziemlich frei. Mit Schrift voll. Nee, ziemlich leer. Ja. Aber es ist nicht tragisch. Sieht wirklich geil aus, das Ding, muss man sagen. So, ich habe zwei Screenshots. Cooles Teil. Ja, schick auf jeden Fall. Könnt ihr mal kurz rein? Ja, auf jeden Fall als Kreativ. Oh, ich bin falsch rum. Ach, da hinter der Tür ist direkt der Pilotensitz gewesen. Das ist natürlich praktisch. Ja. Alles klar, muss ich mir das auch nicht weiter angucken. Fliegst du zu unserer Bohrinsel zurück? Kann ich tun, ja. Wir haben ein Schiff gekapert. Mining. Weltraumpiraten. Okay. Ja. Schweine im Weltall. Ah nee, ist was anderes. Denk doch mal langsam. Das Ding ist relativ schnell. Ja, ich weiß. Aber dementsprechend schnell sind auch die Trägheitsdämpfer. Meinst du, das ist richtig konstruiert? Also besser als unsere bestimmt. So.
Ja, es ist schade, dass diese ganzen Schrottschiffe, ich glaube, ich hoffe mal, oder es ist meine Hoffnung, dass in der nächsten Folge wir auch hier an dieser Mining, an unseren Medic Station spawnen werden. Guck mal, ja. Ist voll der Park hier aus alten Raumschiffen. Da kommt er um die Ecke. Boah, das sieht brachial. Sag mal, können wir da eine Landeplatte? Nee, das lassen wir so stehen. Das ist ja schon ein geiles Teil. Fliegen wir noch ein bisschen zurück, sonst nehmen wir. Ach nee, wir nehmen keine Sonne weg von den. Nee, du bist unterhalb. Der Schatten fällt unterhalb drauf. Ja, das passt schon. Jetzt solltest du anhalten langsam. Ja, gerade noch schön hingestellt, geparkt und. Zack, Energie aus, aussteigen und da haben wir es geschafft. Sind wir angekommen. Sehr gut. Der Hammer aus, das Ding. Eine schöne Konstruktion, was hier hinten auf. Die haben sogar Scheinwerfer vorne dran. Ja, richtig. Sehe ich gerade. Ist ja der Hammer. Das ist wirklich klasse gemacht. Auch hier ja, mit wir haben kleinen roten Lichtern. Ja? Das hat einen coolen Effekt, ja. Ja, auf jeden Fall. Dieses Rotleuchtende sah echt sehr geil aus. Supergeil. Supergeil. Wow, die haben auch ordentlich Zeug an Bord. Ach, wirklich? Ist er gut? Ja, Frachtcontainer groß. Da ist ein großer Frachtcontainer dran. Ich klau erstmal hier da sind mehrere Frachtcontainer. Du musst das Ding mal angucken. Da ist richtig Material drin. Also und unten nicht so viel, aber. Cargo-Container. Oh, wir haben ja zwei Schleifgeräte. Ja. Die brauchen wir jetzt auch nochmal. Also ich würde sagen, wir nehmen hier einen Frachtcontainer groß. Den sollten wir auf jeden Fall auf unsere Station bauen. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal so ein Schiff gekapert. Irgendwie cool aus. Haben sie schön konstruiert. Also so kreativ bin ich jetzt zumindest überhaupt nicht. Ich bin auch kein wirklich kreativer Mensch, was jetzt so solche Konstrukte angeht. Hier sind wirklich so viele. Sind das alles Container? Nee. Nee, was ist das? Was ist das denn? Ach, das ist ein Förderband. Ah, und das funktioniert schon? Ich glaube nicht. Ich krieg's das nämlich hier auch nicht angezeigt. Das können wir, brauchen ach, wir du nicht bist mehr in, du bist, brauchen man nicht kriegt's testen, hier im Control-Feld, glaube ich, nicht angezeigt. Okay. Nö. Gut, dann ist das noch nicht so weit. Das soll ja erst kommen. Bin ich mal gespannt. Cool. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus, das Ding. So, wir bauen auf unsere Station, auf unsere... So. Du schweißt schon? Ja, damit wir hier an die großen da Container dran kommen. Kommt man so nicht ran, ne? Gut, dann genau. Hau ich mal die Flex raus und okay. Das oben nehmen wir auch gleich mit. Okay. Jetzt können wir hier dran. Also die schweben jetzt alle frei, oder? Nee. Vier große? Nee, das waren nur die. Wie haben die das gemacht? Die haben einfach angefangen, diese leichten Panzerungen zu schweißen und dadurch sind die so, ich nehme die mal weg. Oh, das ist massig Gold, was die hier haben. Ja, ist doch super. Und Kobalterz und alles. Mein Inventar ist voll. Nehmen wir kurz dieses Stahlgerüst weg, weil die schweben anscheinend frei, wenn die hier... Okay. Ja, dann müssen wir sowieso komplett demontieren. Also... Ja, man könnte, also ja auf jeden Fall, hier ist ja Material ohne Ende dran. Das heißt, wir haben nicht nur hier die kleinen, boah, ich stehe schon wieder auf dem Kopf. Wir haben nicht nur diese kleinen Raumschiffe, dann nehme ich das auch mal auf der anderen Seite weg. So. Also jetzt haben wir wirklich Material mehr als genug. Ich hoffe nur, dass wir in einer der nächsten Aufnahmesessions, wenn wir das Spiel stoppen und starten, nicht schon wieder irgendwie in einem neuen Raumschiff spawnen. Das wäre irgendwie ein bisschen schade. Genau, das müssen wir auf jeden Fall mal testen. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Ja, ich auch, da die Station jetzt versorgt ist. Wir werden auf jeden Fall, du kannst schon mal vielleicht Solarpanel in Auftrag geben, dass wir unseren Solarpark erweitern. Beziehungsweise ich komme jetzt gleich rüber mit meinen abgeflexten Stahlplatten und werde nochmal ein paar... Wie viel waren das? Vier Stück, ne? Wir wollten noch um zwei erweitern, oben zwei, unten zwei. Genau, ich würde auf jeden Fall eine dritte Reihe draufsetzen, also dass das noch eins höher ist. Ah, okay. Ich kann dann ja schon mal... noch ein paar. Oder war das nicht in deinem Interesse? Doch, klar, können wir machen. Also ich dachte hier so, da, Moment. Na, so. So. Na, geht noch ein bisschen. Na, jetzt. Dass wir halt eine größere Fläche noch kriegen und wir können das Ding ja mehr hochbauen, weißt du? Ich meine, das ist jetzt auch erstmal, das soll ja erstmal sich selbst tragen. Also das geht ja jetzt erstmal um die Energieversorgung. Genau, ja. Und bevor das Ding jetzt, und dann bauen wir es nochmal um zwei in eine nach links raus, also wo jetzt das eine Raumschiff noch parkt. Ja, ich habe erstmal fünf jetzt in Produktion gegeben, aber... Ja. Dann fliegen wir mal ganz kurz mal das Ding hier beiseite. Das ist ja noch eine alte Version, das sieht man in den Triebwerken.
Richtig, ja. Oh, ich bin auf der falschen Seite. Und wir müssen dann auf jeden Fall große Frachtcontainer setzen auf der Station, um da alles reinzupacken. Weil immer in die Raumschiffe rein, das ist ein bisschen... Oh. Dann müssten wir allerdings dann Heck oder Front von dem Schiff hier auseinandernehmen. Heck würde ich, glaube ich, eher anbieten. Weil das, du meinst von dem großen? Sind. Okay, genau, damit wir irgendwie einen Frachtcontainer wegbekommen. Weil wenn wir nur einen wegnehmen, dann fliegt der Rest ja hier so wahllos durch die Gegend. Ich drehe auch das mal mit dem Arsch hier in Richtung Station. Mhm. Weil wir ja da ran wollen. Ah, hier so. Ist auch eine Treppe, die kann man jetzt auch einfärben, sehe ich gerade. So. Gehe mich nochmal kurz aufladen an der Medic Station. Na, achso, ich bin jetzt voll, weil ich im Cockpit gesessen habe. Oh Mann, kann ich mich hier... Die Produktion läuft auf jeden Fall. Okay, bin voll. Gut, dann setze ich hier noch ein paar Klötzis dran. Und dann können wir vielleicht nach hinten raus auch nochmal erweitern. So, und wie weit können wir denn? Wir können sogar noch drei gehen. Moment, ein Solarpanel braucht zwei Breitsteine, oder? Genau, genau, ja. Okay, dann haben wir ein Solarpanel. Eins. Zwei. Gucken kann ich. Ich fange jetzt schon mal an, hier das Heck auseinanderzunehmen. Oh, siehst du hier Military Escort kommen. 9,6 Kilometer. Hm. Das gibt ja dann hier, wir machen dann einen Schrottplatz auf, oder? Also. Na gut, das ist zum Bauen der Station natürlich nicht verkehrt, wenn wir das Ding hier als Energieversorgungszentrale nehmen, so ungefähr. So und so. Ja, und die Teile braucht man ja sowieso früher oder später alle. Ja, natürlich. Also Material können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich meine, wenn wir die Station in irgendeiner Form gestalten wollen, wie es vielleicht im Kreativmodus der Fall war, dann brauchen wir das früher oder später alles. Wo sind wir denn? Wir haben 12 Minuten. Wir könnten noch ein Schiff kapern. Sollten wir das? Ich muss nur kurz die letzte... Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt haben wir's. Ja, das ist auch das Maximum, wie das rausragen sollte. Ja, aber das ist cool, jetzt haben wir ja so Lichter, die wir auch abflexen. Wie meinst du, die Scheinwerfer? Genau. Oh. Ich weiß nämlich gar nicht, was für Bauteile die brauchen, die Lichter. Guck ich mir hier nochmal an. Ah, ich brauche Herstellungskomponenten, 10 Stück jeweils für die Solarpanel. Herstellungskomponenten, haben wir da noch welche im Schiff drin? Wie weit ist er denn weit? Military Escort ist 7 Kilometer entfernt. Sollte man da jetzt hinfliegen in dieser Folge noch oder dann lieber... Theoretisch könnten wir den auch noch holen, oder? Dann hätten wir zumindest Material da und könnten uns dann drauf konzentrieren, dann mal die zu verbauen. Gut, dann setze ich schnell die Solarzellen hier hin. Mhm. Und dann holen wir uns den Military Escort noch. Werden wir auch beschossen? Schießen die auf uns? Ich glaube nicht, oder? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal nicht. So. So. Und dann noch den. Und wir werden dann mal ein bisschen offline hier das Ganze da zurechtschweißen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen wenig spannend, wenn wir hier die ganzen Dinger hier dran flexen. So. Ja, vor allem, das haben wir bei der Startplattform schon gemacht. Wie das aussieht, wisst ihr ja. So. Oh, da fehlt noch der Stein, deswegen konnte ich den nicht dran setzen. So, und noch ein Solarpanel mit 4 und so. Und hier oben noch die drauf mit 6. Ach, man ist, es ist so dieses Minecraft, diesen Minecraft-Effekt, gell? Das noch und dann machen wir das noch und dann sind diese Stunden... Oh, und dann machen wir mal, dass wir unseren Anzug hier aufladen, bevor wir losfliegen. Ich bin voll, weil ich bin halt in dem Ding gedingst. So, also noch eine Reihe Solarpanel oben drauf. Ja, brauchen wir auf jeden Fall wahrscheinlich... Ja, wollen wir sowieso oder so brauchen, gehe ich davon aus. 1 2 Ich setze schon mal die Gerüste, da können wir dann... Ist doch die Frage, ob man noch eine zweite Raffinerie baut, aber die ist natürlich dann... Ich würde sagen, während wir die Dinger schweißen, muss die Raffinerie ständig in Produktion bleiben. Schade, dass es noch nicht die Fördersysteme gibt. So. Also ihr habt eine Vorstellung, wie das aussehen kann hier.
Richtig. Ja. Ich stelle mir das schon ziemlich cool vor. Das ist eine richtig große Solarpanel-Front. Ja. Es wird. Auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. So 5 Kilometer ist der Kollege hier noch entfernt. So, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich fast sagen. Ne, wir haben noch 5 Minuten. Das Ding holen wir noch ab. Genau, den können wir noch abholen. So, na, ich habe noch einen Screenshot gemacht. So, Militäreskorte. Dann 75% soll mir reichen. Dann würde ich sagen, Energie. Gott mir abbiegen. Ich gehe mal in die Außenansicht. Dann habe ich eine bessere Einschätzung, wie schnell ich bin. Oh, da fliegt auch noch ein Minjas. Ja. Und ich sehe hier noch 40 Kilometer entfernten Private Sail. Aber der ist ein bisschen... 40 Kilometer, das werden wir in dieser Folge nicht erleben. Aber ich finde es ein bisschen leicht von dem, was man jetzt an Material bekommt. Ich meine, wozu soll ich abbauen, wenn ich so ein riesen Raumschiff einfach demontiere? Ja klar, du brauchst ja mal wieder so spezielle ein paar Sachen. Materialien wie Gold oder sowas, das nicht unbedingt in den Schiffen verbaut ist. Ne? Inno, nicht schießen bitte. Also wenn du jetzt gleich stirbst, fliege ich zurück. Ja, genau. Ziehst du dich... Der ist auch nicht besonders groß. Das ist ja. Und auch nicht besonders... Doch, schnell ist er. So, wo ist der Eingang in dem Ding? Ich schätze mal auch wieder hinten dran. Aber diesmal fliegst du zurück. Ja. Hoppala. Nee, hier ist kein Eingang. Ich guck mal hier auf der Seite. Sieht hier so... Ja, ich hab's gefunden. Ja, wo? Auf deiner Seite? Ja. Wow, was hat denn der für riesen Geschütze dran? Hier ist eine Tür, wo ich... Warte, ich probier's. Bist du drin? Ja, ich bin nur hier, wo die Tür ist. Oh, ich sehe dich aber nicht mehr. Hier? Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, jetzt sehe ich dich. Ja. Ich hab die Tür nur schon mal aufgemacht, da kann... Oh, da kannst du rein. Oh. Ja. Ich probiere es. So, während der Fahrt in so ein Raumschiff... Leck mich am Bobbes. Nein. Oh, fuck. Nein. Oh, das. Zum Glück haben wir das voll drauf. Leck mich am Arsch. Bleib stehen. Zuckt aber auch hier so ein bisschen. Da ist Energie. Da ist übrigens... Oh, jetzt hab ich's. Hast du es geschafft? Ja. Ach, ich krieg's nicht hin. Da bin ich zu ungeschickt zu... Oh! Was ist passiert? Ich bin hier rein, hab losgelassen, wurde voll gegen so die Rückwand katapultiert. Ich bin zu blöd dafür. Da muss ich noch üben. Mir ist kein Stuntman. Ach, auf der gegenüberliegenden Seite ist übrigens auch eine Tür. Ja, die sehe ich gerade. Du hast noch nicht gestoppt. Oh, ist das schwierig. Ja, hier sind mehrere Türen. Da kommst du nicht einfach so zum Cockpit. Das ist noch unverschämt. Ich bin im Cockpit. Nein. Ich will da nur einsteigen. Z-Trick hat's dämpft. Ah, sehr. Oh. Du hast es abgestoppt. Das sieht bei, also ihr müsst euch das jetzt auf seinem Kanal angucken, wie man so ein Ding kapert. Gar nicht so leicht, muss ich sagen. Also fliegen tue ich nicht. Du kannst jetzt reinfliegen und kannst zurückfliegen. Dann fliege ich das mal zurück, ausnahmsweise. Auch wenn dir normal die Ehre gebührt, weil du hast es eingefangen, dass den Wilden hängst. Wow, und hier bist du rein. Okay, jetzt verstehe ich, wo das Problem lag. Ja, das war nicht so einfach. Oh, das ist, man hätte natürlich auch im Reaktor direkt ausschalten können. Ja, aber dann wäre er ja weitergetrieben, ne? Ja. So, deswegen dann steigen wir hier mal ein. Gut, dann. Ich fliege mal zur so zurück. So. Hui. Du meinst echt, ich soll das Ding da drin crashen lassen? Quatsch, wie Spaß. Spaß. Spaß, natürlich. Ja, genau, mitten in unsere Bohrinsel. Und der hat auch extra, das haben sie gemacht, damit die erkennst, haben einfach ein Beacon draufgesetzt. Natürlich schon intelligent, genau. Was sie da gemacht haben. Einfach um die Dinger zu benennen und die Entfernung angezeigt zu bekommen. Mhm. Aber hier 46 Kilometer, dass du so weit gucken kannst, krass. Den sehe ich gar nicht jetzt im Moment, muss ich sagen. Okay. Also wird mir wieder nicht angezeigt, aber das liegt wahrscheinlich an der Synchronität. Ach, das ist der, den man ganz, ganz am Anfang gesehen hat. Ach, okay, der ist für dich noch sichtbar. Den sehe ich immer noch, ja. Der fliegt auch immer weiter weg. Jetzt verstehe ich das auch. Der ist nicht besonders schnell übrigens, das Militärteil hier. 40 Meter pro Sekunde, da fliege ich schneller. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin auch schon zurück an der Base.
Ja, irgendwie ist das Ding relativ lahm. Also dafür, dass es hier was, ein Military Escort ist. Ziemlich lächerlich eigentlich. Ich meine, wie willst du da jemanden verfolgen? Da muss ich irgendwie ein Ja. bisschen aushöhlen, dann ein kleines Schiffchen rein und dann die rausschmeißen. Genau, so ein Mutterschiff. Weißt du, das ist natürlich auch noch was. Genau. Würde mich freuen, wenn wir sowas bauen könnten irgendwann mal. Hier vor allen Dingen im Survival-Modus, dann hat man noch viel mehr das Erfolgserlebnis. So Ja, einen richtig. großen Todesstern, wo kleine TIE Fighter und so, weißt du, was ich meine? Also so in Ja, der Art. richtig. Ja, cool. So, das ist ganz schön träge hier, voll das U-Boot. Aber die Trägheitsdämpfer, gut, das parken wir dann auch, aber am besten nicht hier in der Sonne, sondern vielleicht rechts daneben. Ja, wobei die Sonne, die steht wirklich schon einiges höher drüber. Ich habe auch gedacht, ich stehe dann im Weg, aber sieht man ja, der Schatten fällt direkt einfach nach unten. Ja. Das Von ist, wir dem könnten, her. nach dem müssten wir doch eigentlich Solarpanel oben drauf bauen, oder? Weißt du, wie so ein Dach? Jetzt vom Schatten her? Oder sehe ich das falsch? Guck mal, Theoretisch wie der könnte Schatten man. fällt. Der hat kaum Ja. Winkel zur Seite. Also nur ein bisschen. Ja, Das. nee, 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 das sieht nur so Nee, das aus. ist. Ja, richtig. So, ich park das Ding mal Ich glaube, hier. obendrauf hätte Oh, was denselben ist denn Effekt, wie hier? wenn Bin wir ich um die irgendwie Ecke bauen. angedotzt oder ist das Ding, fühlt sich das nur so an, so träge? Zur Sicherheit, ich pack's einfach hier. Ist schon gut. Ist schon gut. So, ich mache mal hier die Energie aus. Ich halte mich nur mal kurz an Achso, der Moment. Ich muss natürlich auch reingehen und die Energie ausmachen. T. Medi-Station. Y. Ah, jetzt. So, raus hier. Angeeckt. Das haben sie schon geschickter gemacht mit den ganzen Türen hier. Ja, das war ziemlich tricky. Ja. War nicht so leicht zu kapern. Vor allem, was hat er an den Seiten für Dinger? Sind das die Raketen? Siehst du Das sind so diese. Raketengeschütztürme, ja. Geschütztürme, okay, krasse Scheiße. Hier Hoffentlich geht oben so das eine Ding nicht Minigun los. drauf. Hier, Ja. vor allem ausgerichtet auf unsere Station. Bop, 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 alles kaputt. Jetzt sieht's hier aus hier. Wir haben voll den Schrottplatz hier, muss ich mal sagen. Ja, müssen wir vielleicht sogar noch anlegen, so ein Und so ein. Sperrbezirk, wo wir die ganzen gekaperten Schiffe platzieren und parken. Ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle eine Aufnahmepause, oder? So hatte ich Ja, mir auf jeden Fall. gedacht. 22 Minuten, sind wir ein bisschen drüber. Sind wir ein bisschen drüber, ist nicht so schlimm. Und werden dann hier ein bisschen offline den Kran zusammenschweißen, dass es mit der Energie langsam hinhaut. Und ja, sehen uns dann zum nächsten Teil von Space Engineers wieder. Quack, gell? So. Quack, ja, genau. Gut, wir haben es geschafft. Zwei fette Raumschiffe gekapert. Und ich denke, das Ding bringt uns Materialien oder beide bringen uns Materialien. So dass wir hier einiges bauen können in den nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil wieder. Ne? Oder hast du anmoderiert, abmoderiert? Ich weiß es Nee, nicht. du warst diesmal dran. Ich war dran. Gut. Wir wollen uns Genau, da so ein bisschen deswegen stimmt es abwechseln schon. wegen, gell? Und schaut euch Richtig. beim Liquid Duck bitte im Kanal an, wie ihr das Raumschiff gekapert habt. Das werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Will ich mal sehen. Der Kampf um das Cockpit. So schön sieht es nicht aus, aber hat geklappt. Naja, hat funktioniert. Das Ergebnis. Gut, bis Genau. zum nächsten Teil. Macht's gut. Ciao.